zu meinem Freitagsvideo. Ja, mein letztes Video hat mit geendet, dass Materielles nichts wichtig ist. Also lass uns jetzt über Materielles reden. Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Ich war mal ein Kind. Ein Klein. Ich schmeiß dich gleich was hin. Also, Mama, ich schmeiß gleich hin. Also, und als ich ein kleines Mädchen war, da gab es diese Schuhe. Die waren von, die waren so toll, ich habe die geliebt. Meine Winterschuhe, das waren so, wartet mal ganz kurz. Vielleicht bin ich lang genug. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Mein Fuß ist noch im Bildschirm. Ich bin noch da. Voll der High Quality hier. Entschuldigt. So. Ich hatte damals diese Winterschuhe. So. Und ich habe die geliebt. Sehr geliebt. Und es war so, dass meine Mom, also meine Füße sind ja gewachsen und meine Mom hat mir immer ein bisschen zu große Winterschuhe gekauft und habe ich immer dieselben Winterschuhe gehabt, nämlich diese hier. Nur, und das kann ich euch, wenn ich es euch jetzt näher herzeige, sieht man es, die Schuhe sind echt, ja, die sind kaputt. Die sind auch nicht mehr wasserfest, also das kannst du voll vergessen, da kommt jetzt Wasser rein. Und ich habe meiner Mom dann vor so 2, 3 Jahren gesagt, Mom, ich befürchte, ich brauche bald neue Winterschuhe. Und dann haben wir halt immer, wir haben gesucht. Wir haben diese Winterschuhe hier gesucht. Ich habe auch noch Sommerschuhe, die ich, da ist jetzt hart dran. Raus mit dir. So, ich verleite mich jetzt nicht nochmal auf den Rückweg, okay? Das war gerade so raus mit dir. Entschuldigt. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gesucht und gesucht und leider hat's. Und diese Schuhe, die gab es nirgendwo mehr. Und jetzt ist meine Mom durch die Corona-Geschichte und alles auf die Idee gekommen, ich soll mal den Typ und den Namen aufschreiben von den Schuhen. Und ja, jetzt habe ich heute zum Jahrestag habe ich neue Winterschuhe bekommen. Und ich dachte, ich zeige die euch mal. Also, das sind jetzt meine neuen Winterschuhe. Die sehen jetzt nicht gleich aus und sind jetzt schwarz. Aber es ist dieselbe Firma, das ist schon mal wichtig. Und die sehen voll, so, voll schwer aus, aber die sind unglaublich leicht. Die sind unfassbar leicht. Also das hat mich selbst überrascht. Und total coole Sache, hier unten haben sie so Spikes, wenn es irgendwie danach der Schnee richtig krass runterkommt und es dann Glatteis hat, dass man nicht wegrutscht. Und glaubt mir, bei mir ist es keine schlechte Investition, in Spikes zu investieren, weil ich schaffe es sogar auf einer geraden Fläche mit hinzulegen. Ja, und innen drin haben sie so ein Fütterchen. Ein Fütterchen. Fütterchen und Lein machen alle Dinge klein. So. Und ich habe große Füße. 41er. Ja. Und sie riechen halt echt noch nach Neuschuh. Hm. Wieso riechen neue Schuhe immer so komisch anders? Ja, auf jeden Fall, das sind jetzt meine neuen Winterschuhe. Aber das Ding ist, meine Mutter hat ja gefragt, ob es die Firma noch gibt. Und tatsächlich gibt es die noch. Es sind jetzt zwar nicht mehr derselbe Rosaton, aber es gibt diese Schuhe tatsächlich immer noch. Und das ist total cool. Und ja, jetzt habe ich auch noch die hier. Die sind ungefähr wie die ich hatte. Nur jetzt halt ein bisschen in kleiner. Die ich hatte, waren 41 und das sind jetzt 40er. Aber ich passe da echt überraschend gut rein. Also ich kann ohne irgendwie irgendwas rausschlüpfen und so. Und ja, und jetzt muss ich die halt ein bisschen einlaufen und eintragen. Ja, aber das Ding ist, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, die alten, die werde ich noch behalten, um damit im Haus rumzulaufen. Und die neuen, die trage ich dann draußen, weil da ist dann ja eher wichtig, dass ich Schuhe habe, die auch wasserdicht sind. Weil bei denen da läuft halt das Wasser echt schon überall rein und dann hast du echt nur noch nasse Füße und das ist sehr unangenehm.
Und bei mir ist es so, ich bin jemand, ich kaufe selten neue Schuhe, weil ich finde an sich, also meine ganze Familie ist so von unserer Art her, wir sind eine Familie, wir kaufen selten Schuhe, kaufen zwar eher teurere Schuhe, also so Deichmann und so ist dann nicht so unser Ding, sondern wenn dann eher so Schuhe, die Qualität haben, die man dann auch lange tragen kann. Aber wir sind auch hier eine Familie, wir tragen unsere Schuhe, bis sie dann gar nicht mehr gehen. Also bis zum letzten Moment, wo man es wirklich nur noch wegschmeißen kann. Ich habe vor ein paar Wochen, hatte ich Ballerinas, die habe ich jetzt, glaube ich, von meinem, ja doch, die habe ich mit 16 von der Oma gekriegt, so. Und die habe ich jetzt weggeschmissen, also fast 11 Jahre später. Und die haben echt schon gestunken und alles. Aber ich habe die wirklich bis zum letzten, es geht nicht mehr, durchgetragen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Weil es gibt so viele Kleidung, also oder auch Kleidung. Ich trage auch meine Kleidung durch, bis sie wirklich zerlöchert ist und es nur noch aus Löchern besteht. Oder auch Sachen wie Leintücher. Meine Mom hat oder Bettbezüge. Also es gibt einen Bettbezug von meinem Dad, der ist jetzt kaputt gegangen. Und meine Mom hat mich dann gefragt, weil ich im Sommer immer lieber es mag, wenn anstelle so unter einem Leintuch, unter einem Bettbezug zu schlafen, ob ich den haben möchte. Und den nehme ich jetzt und dann bis der total kaputt ist. Und wenn er dann total kaputt ist, dann kann ich ihn ja immer noch nehmen, um darauf zu sitzen, hier im Gang, während ich meine Videos drehe. Und ich finde es halt so wichtig, dass wir unsere Sachen nicht einfach nur kaufen und uns immer Neues zulegen und vor allem dann immer mehr und immer mehr, sondern dass wir auch Dinge kaufen. Und die dann auch benutzen bis zu einem Punkt, wo es gar nicht mehr anders geht, als sie wegzuwerfen. Weil das ist viel besser für uns zum einen, wenn man sich nicht umgewöhnen muss. Also zumindest meine Wenigkeit. Es ist aber auch gut für den ökologischen Fußabdruck. Und es ist natürlich auch wirklich gut, wenn man Sachen nicht nur kauft, um sie dann einmal oder zweimal zu tragen, sondern wirklich so Sachen hat, die man dann auch durchträgt, weil. Wenn man sie durchträgt, dann hat es halt einfach den Vorteil, dass sie auch eingelaufen werden und dass sie sich viel mehr an dich gewöhnen und alles und dann wird es auch viel bequemer. Also ich für meinen Teil, ich muss sagen, ich gehöre zu den Menschen. Ich freue mich natürlich, wenn ich mal was Neues bekomme, weil, naja, die Schuhe mussten jetzt sein, weil ihr habt ja gesehen, die Sohle war komplett kaputt. Aber ich hätte jetzt auch, wenn die Sohle nicht kaputt gewesen wäre, hätte ich die Schuhe jetzt noch so 4, 5 Jahre weitergetragen, sage ich ganz offen. Weil ich einfach sage, es ist nun mal ein Ding der Ressourcen, dass man eben auch mal darauf Acht gibt, Sachen nicht nur zu kaufen, um sie wegzuwerfen. Und darum finde ich solche Sachen wie Kick oder Primark oder H&M und diese ganze Modeindustrie finde ich ja so verwerflich für mich. Weil ich einfach sage, man produziert so viele Kleider, dass am Ende des Tages es gar nicht jemand tragen kann. Weil es wird so viel gebastelt und gemacht und getan, wo ich mir die Frage stelle, warum sollte man jetzt ein T-Shirt kaufen, das es vor 5 Jahren schon mal auf dieselbe Art gab, nur um es dann zu haben und dann vor allem mit so billigen Materialien, dass es dir nach gefühlt 3 Minuten auseinanderfliegt. Und ja. Ich verstehe es halt nicht. Für mich ist das ein Rätsel, weil ich sage, lieber trägt man halt, wie gesagt, einen Schuh lange durch und spart in der Zeit auf neuen Schuh. Und dann hat man, wenn man den neuen Schuh hat, kann man, ja, spart man halt wieder auf den nächsten Schuh. Weil das, was man sonst in dieser Zeit ausgibt, und es ist wirklich rein rechnerisch, kann man sich das wirklich hochrechnen. Also jetzt mal rein theoretisch. Ich kaufe mir bei Deichmann für 20 Euro ein paar Schuhe. Das hält dann aber ja wahrscheinlich voraussichtlich eine Saison, vielleicht zwei, oder? Ja, so, also sagen wir jetzt mal, wenn wir nichts Böses unterstellen wollen, eine bis zwei. Das sind dann 2 Jahre. In dieser Zeit hat dieser Schuh hier als Beispiel ein bisschen Profil verloren, mehr noch nicht. Das sind dann 20. Dann hat man, sagen wir mal, dann kostet, wenn ein Schuh 100 Euro kostet, ein guter, dann braucht man insgesamt 20, 40, 60, 80, 100, 5 Jahre. Und ich garantiere euch, weil ich kann das, bei meinem Schuh habe ich fast 10 Jahre getragen. Überlegt mal, ich habe 10 Jahre denselben Schuh getragen und in der Zeit haben andere Leute dasselbe Geld, das für den ich für einen Schuh ausgegeben habe, die für mindestens 5 Paar Schuhe ausgegeben. Also, da ist doch dann, finde ich, sinnvoller zu sagen, ich spare
und kaufe mir lieber einmal ein gutes und wertiges Paar Schuh als fünf billige Schuhpaare, die ich dann wegschmeißen muss. Oder? Ja. Gut, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Also so handhab ich das zumindest. Aber ich verurteile es auch nicht, wenn es Leute anders machen, weil jeder macht so, wie er es will. Und du kannst nicht sagen, was die richtige Lösung ist, weil jeder hat für sich seine richtige Lösung. Und ja, es ist halt nun mal so. Und da kann ich jetzt nicht hinstehen und sagen, ich bin der große Keks und habe die Ahnung von allem. Weil für mich ist das die bessere Lösung, weil ich sage, lieber einmal gekauft als ständig. Aber ich bin natürlich auch niemand, der gerne einkaufen geht. Das ist nun mal auch eine Tatsache. Ich bin niemand, der das braucht, durch die Stadt zu flanieren und Sachen zu kaufen. Das war noch nie meine Art. Ich bin eher der Gezielte. Ich möchte das haben. Ich brauche das deswegen. Und deswegen kaufe ich das jetzt und fertig. Ja, schreibt mir also gerne in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.